Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich möchte jetzt etwas machen, was ich schon ganz lange machen wollte, und zwar ein paar Gedanken verlieren zum zweiten Thessalonischer Brief und auch zu der Auslegung, die ja halt weit verbreitet ist, dass die Entrückung früh sein wird und vor allem, dass die Thessalonicher sich durcheinander haben machen lassen von einem angeblichen Brief von Paulus, der wohl zum Inhalt gehabt haben soll, dass die Trübsal schon angefangen hat, ja, weil die Thessalonicher ja zu der Zeit in sehr, sehr schwierige Situationen gekommen sind. Die haben halt das geglaubt, was Paulus da gepredigt hat über Jesus Christus, sind zum Glauben gekommen und haben sehr, sehr viele Widerstände erlebt von den Menschen, die in ihrem Umfeld gelebt haben. Und da schreibt Paulus auch von Vers 4, 2. Thessalonicher 1, Vers 4, also dass wir uns euer rühmen unter den Gemeinden Gottes über eure Geduld und euren Glauben in allen euren Verfolgungen und Trübsalen, die ihr duldet. Das war wohl da die Situation bei den Thessalonichern. Und jetzt schreibt Paulus ja in dem ersten Vers, Kapitel 2, aber der Zukunft halben unseres Herrn Jesu Christi und unserer Versammlung zu ihm hin, also bezüglich der Entrückung, bitten wir euch, liebe Brüder, dass ihr euch nicht bald bewegen lasst von eurem Sinn, noch erschrecken, weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief, als von uns gesandt, dass der Tag des Herrn vorhanden sei. Da wird immer gesagt, dass in diesem Brief halt drin gestanden hätte, der Tag des Herrn hätte schon angefangen, und der Tag des Herrn wird dann immer interpretiert und gedeutet, als ob das die siebenjährige Trübsalszeit sei. Das macht aber keinen Sinn, denn ein Tag des Herrn ist ein Tag und nicht 7 Jahre. Ja, das kann man auch aus dem Zusammenhang sehen, weil Paulus diesen Begriff, den Tag des Herrn, im ersten Thessalonischer Brief schon mal verwendet. Schauen wir uns auch gleich an. Er nimmt dort einen ganz anderen, also er gibt dem Tag des Herrn eine ganz andere Bedeutung. Paulus spricht von diesem Tag des Herrn als dem Tag der Wiedergeburt Jerusalems. Ja, können wir gleich auch nochmal uns anschauen. Was ich nur absolut fahrlässig finde und auch einfach falsch, ja, dass man diesen Tag des Herrn als die siebenjährige Trübsalszeit auslegt, das hat ja keinerlei belastbaren Hintergrund im Text. Dann sagt man auch, dass das der Tag des Zornes Gottes wäre, ja, diese 7 Jahre Trübsalszeit. Aber diese 7 Jahre Trübsalszeit oder 3,5, je nachdem, wie lange man das ansetzen will, ja, ob das jetzt die ganzen 7 Jahre sind oder nur die zweite Hälfte, wo der Antichrist dann auch herrscht, das ist auch umstritten, ist auch offen, ja, kann man sich ja auch beides tun, also die Trübsalszeit 7 Jahre oder wegen mir auch die zweite Hälfte der Trübsalszeit, der 70. Jahrwoche als Trübsalszeit bezeichnen. Aber diese Trübsalszeit ist nicht der Zorn Gottes. Diese Trübsalszeit führt zum Zorn Gottes. Und diesen Zorn Gottes, den übt Gott aus, wenn Christus auf den Ölberg kommt. Dann kommt der Zorn Gottes. Und das ist ein Tag. Das ist ein ganz bestimmter Tag, an dem Christus übrigens mit seiner Gemeinde auf den Ölberg herabkommt und die Nationen, die dann Jerusalem belagern und auch den Antichristen richten wird und sein Reich aufrichten wird. Das ist ein Tag, das ist der Tag des Herrn oder der Tag Christi. Ja? Es gibt ja auch Bibelübersetzungen, die diesen Vers 2 mit der Tag Christi übersetzen. Ja, die alte Zwölfer Luther, die hat das zum Beispiel. Aber das ist der Tag des Zorns. Das heißt also, die Trübsalszeit, in der der Antichrist sich austobt, um das mal verkürzt zu sagen, ja, die führt zum Zorn Gottes. Aber die 7 Jahre Trübsalszeit sind nicht der Zorn Gottes, sondern die 7 Jahre Trübsalszeit ist eine Zeit, in der der Mensch sich frei auslebt, der Mensch der Sünde und alle, die ihm angehören, ja. So wie wir das ja zum Teil auch heute schon erleben, was so alles möglich ist. Das heißt also, dieser Tag des Herrn, der wird immer wieder als Trübsalszeit bezeichnet, was überhaupt keinen Sinn macht, weil diese Trübsal mindestens 3,5 Jahre oder vielleicht sogar 7 Jahre lang dauert, ja, halt die 70. Jahrwoche. Paulus verwendet hier diesen Terminus der Tag des Herrn, und er macht das nicht zum ersten Mal, sondern er hat diesen Tag des Herrn schon mal in 1. Thessalonicher 5 verwendet. Und das ist halt spannend und auch interessant, weil es gibt halt evangelikale Ausleger,
auch Roger Libby natürlich, der Zephania dann zitiert und aus Zephania, aus dem Alten Testament, aus dem kleinen Propheten, dann den Tag des Herrn zitiert und die schrecklichen Dinge, die da passieren. Warum nimmt er denn nicht den Tag des Herrn aus 1. Thessalonicher 5? Das wäre viel, viel naheliegender. Das macht man aber nicht, weil das dann nicht mit der Vorentrückung passt. Deswegen muss man zu Zephania gehen. Aber wenn Paulus diesen 2. Thessalonicher Brief im Zusammenhang mit dem 1. schreibt, ja, dann wäre es doch sinnvoll, einfach da im 1. Thessalonicher Brief nachzuschauen. Und da steht halt, schreibt halt Paulus von den an die Brüder in Thessaloniki, 1. Thessalonicher 5, von den Zeiten aber und Stunden, liebe Brüder, ist nicht Not, euch zu schreiben, denn ihr selbst wisst gewiss, dass der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht, denn wenn sie werden sagen, es ist Friede, es hat keine Gefahr, so wird sie das Verderben schnell übereilen, wie der Schmerz ein schwangeres Weib, und sie werden nicht entfliehen. Und da haben wir wieder dieses Bild der Schwangerschaft, ja, da wird wohl eine Bevölkerungsgruppe plötzlich übereilt, wie die Wehen eine schwangere Frau übereilen, und das ist in Verbindung mit Zion zu sehen, weil hier geht es ja um die Endzeit, ja, und in der Endzeit wird Jerusalem wiedergeboren. Also wäre dieser Tag des Herrn dann ein spezieller Tag, nämlich der Tag, an dem sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, und sie das Verderben schnell übereilen wird, wie der Schmerz eine schwangere Frau. Also schreibt Paulus von dem Tag der Wiedergeburt Jerusalems, wenn er den Tag des Herrn meint. Zephania meint etwas anderes. Zephania meint das Endgericht. Paulus meint den Tag der Wiedergeburt Jerusalems, wenn er vom Tag des Herrn spricht. Und Petrus meint wieder einen anderen Zeitpunkt, wenn er vom Tag des Herrn spricht. Also man muss das im Zusammenhang sehen. Ja? Man darf das nicht so kalt, systematisiert, mathematisch auslegen. Vor allem darf man nicht in entferntere Bibelstellen gehen, wenn das im Textzusammenhang oder im Zusammenhang des Schriftwechsels erfolgt. Nun gibt es natürlich Leute, die sagen, sie werden nur sagen, es ist Friede, es hat keine Gefahr. Aber es wird kein Friede werden. Das glaube ich nicht. Ja. Einfach deswegen, weil Jesus ja auf den Gräuel der Verwüstung verweist in Daniel. Und dass diese damit eigentlich ausdrückt, dass ein endzeitlicher Antiochos Epiphanes wiederkommt. Und dieser endzeitliche Antiochos Epiphanes wird in einer Phase des Friedens kommen, wie der Antike auch. Ja. Der kam mitten im Frieden. Viele sagen, der Antichrist, der macht Frieden auf der Welt. Nein, da wird Frieden sein. Der kommt mitten in dem Frieden, der schon da ist, taucht er plötzlich auf und unerwartet taucht er auf und übernimmt dann plötzlich im Nahen Osten die Führungsrolle. Also das ist nicht nur, dass die Leute das sagen, sondern die Leute, und es wäre kein Frieden, ja, sondern es ist so, die Leute sagen das, weil Frieden ist. Es ist ein trügerischer Frieden, ja, der nicht lange hält, aber es wird Friede da sein. Warum? Weil Daniel das schon sagt. Das heißt, Paulus bezieht sich ja hier auf Daniel, und wenn er sagt, es wird ein Ruf sein, Friede, Friede, ja, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell übereilen. Das Verderben, was Jerusalem dann ansteht, ist halt eine Belagerung durch ein fremdes Heer, und das Verderben ereilt sie unerwartet. Warum? Weil Frieden ist. Ja, das ist der Textzusammenhang. Und daraus jetzt abzuleiten, die haben das ja nur gesagt, ja, scheinbar wissen die Leute nicht, was Frieden ist oder nicht Frieden. Ja, vielleicht haben sie das, ja, das macht keinen Sinn. Also es ist im Zusammenhang mit Daniel irgendwie auch zu sehen. Aber wichtiger ist mir ja eigentlich noch zu sehen, dass der Paulus diesen Tag des Herrn halt in Zusammenhang mit dem 1. Thessalonicher Brief erwähnt. Und nicht Paulus mit Zephania verglichen werden darf, ja, sondern Paulus mit Paulus. Das macht man aber ungern, weil man da in so komische Gesamtzusammenhänge reinkommt, in die man da nicht rein will, ja. Diese Auslegung, die immer davon spricht, dass in diesem Brief drin gestanden hätte, dass die Trübsal schon angefangen hat. Ja? Weil in diesem Brief steht ja bezüglich der Zukunft unseres Herrn und unserer Versammlung zu ihm hin, lasst euch nicht durcheinander machen, als ob der Tag des Herrn schon da wäre. Ja? Und dann sagt man ja, lasst euch nicht durcheinander machen, als ob die Trübsal schon angefangen hätte. Aber wir sehen ja hier, dass der Paulus mit dem Tag des Herrn was ganz anderes meint als die siebenjährige Trübsalzeit. Sondern er meint einen ganz bestimmten Zeitpunkt. Ja? Er meint den Zeitpunkt, wenn Jerusalem wiedergeboren wird. Dann würde sich aber auch der ganze Sinn verschieben. Dann wären die Thessalonicher also von einem falschen Brief überrascht worden, der ihnen nicht gesagt hat, dass die Trübsal angefangen hat, sondern der ihnen vorgegaukelt hat, dass die Entrückung jederzeit und bald kommen würde. Ja? Und das gibt natürlich eine ganz andere Sicht der Dinge. Denn wenn in dem Brief drin gestanden hat, dass die Wiederkunft Christi kurz bevorsteht,
dann wäre auch zu erklären, warum einige von den Thessalonichern aufgehört haben zu arbeiten. Die haben nämlich diese Dinge ernst genommen. Die haben gesagt, die Entrückung kann jederzeit kommen und mehr noch, die kann heute noch kommen. Und dann haben die einfach ihren Job quittiert und haben einfach aufgehört zu arbeiten. Und dann gab es keine Entrückung. Eine Woche nicht, zwei Wochen nicht, drei Wochen nicht, vier Wochen nicht, ein Monat, zwei Monate, drei Monate, kam keine Entrückung. Und dann haben die angefangen, einen unmoralischen Lebenswandel zu führen. Ja? Paulus schreibt dann hier auch, wir gebieten euch aber, liebe Brüder, das ist jetzt 2. Thessalonicher 3, Vers 6, in dem Namen unseres Herrn Jesu Christi, dass ihr euch entzieht von jedem Bruder, der da unordentlich wandelt und nicht nach der Satzung, die ihr von uns empfangen habt. Denn ihr wisst, wie ihr uns sollt nachfolgen, denn wir sind nicht unordentlich unter euch gewesen. Also die Thessalonicher, die haben sich einen unordentlichen Lebenswandel angewöhnt, weil die in diesem Müßiggang, der da gewesen ist, in der ständigen Erwartung auf die baldige Entrückung, sich irgendwann gelangweilt haben, dann sind die auf dumme Gedanken gekommen. Das war der Zusammenhang. Und Paulus sagt hier, dass er hört, dass einige von ihnen halt unordentlich wandeln. Ja? Vers 11, 2. Thessalonicher 3, Vers 11. Denn wir hören, dass etliche unter euch wandeln unordentlich und arbeiten nichts, sondern treiben Vorwitz. Warum? Naja, die haben alles aufgehört und haben gesagt, der Herr kommt ja jetzt bald. Heute oder morgen oder nächste Woche, da hören wir einfach auf zu arbeiten. Das ist unnüchtern. Das ist eine komplett unnüchterne Haltung, zu sagen, dass die Entrückung kommt jetzt sofort. Ja? Also wenn man das schon glaubt, dann würde ich auch sagen, wo sieht man das denn im Lebenswandel? Dann müsste man ja eigentlich auch sagen, wir verkaufen alles, wir verkaufen unsere Lebensversicherungen, unsere Häuser, geben das Geld den Armen, ziehen weiße Kleider an und warten darauf, dass Jesus wiederkommt. Sehe ich aber nirgendwo bei denen, die an die Vorentrückung glauben. Ich will das auch nicht so komplett und pauschal verurteilen. Ja? Das soll wegen mir auch seiner Meinung gewiss sein, da ist auch Freiheit in diesen Themen. Ja? Aber ich finde, dass man das so postuliert auf so schwacher Basis, ja, indem man den Tag des Herrn dann vollkommen anders deutet, als Paulus den gedeutet hat. Und ohne Kenntnis der Wiedergeburt Jerusalems und ohne den Zusammenhang da im Text zu beachten, das finde ich schon sehr bedenklich. Der Paulus sagt, die endzeitlichen Dinge, also unsere Versammlung zu unserem Herrn Jesus Christus und die Ankunft Christi und die Entrückung, das kommt nicht so schnell. Das braucht Zeit. Und bevor das alles kommt, bevor der Tag des Herrn kommt, muss der Abfall kommen. Der Abfall des Nordens Israels vom Süden. Das sehen wir ja allenthalben in der Presse, ja, was da sich so langsam anfängt anzudeuten. Ja, dass Israel zerbricht in zwei Hälften, in den Norden und in den Süden. Das heißt also, Paulus sagt, erst muss der Abfall kommen. Damit meint er nicht den Abfall vom Glauben, weil das hier überhaupt gar keinen Sinn macht. Ja. An anderer Stelle im Timotheusbrief, da schreibt er natürlich vom Abfall in der letzten Zeit. Ja? Er sagt, der Geist sagt deutlich, dass in der letzten Zeit werden etliche vom Glauben abtreten und den verderblichen Lehren von Dämonen anhängen und so weiter. Das sagt er ja deutlich. Ja? Also er spricht schon davon, dass es einen Abfall geben wird. Und auch Jesaja in seinem Jesaja-Zyklus, in den letzten Kapiteln, also ist das 58, 59, da spricht Jesaja ja auch vom Abfall, der kommen wird. Und ein großes Gericht, was auch über die Völker der Welt kommen wird. Ja? Also das ist nicht so, dass ich sage, es gäbe keinen Abfall am Ende der Zeit. Aber hier ist mit Apostasie etwas anderes gemeint. Da ist ein anderer Abfall mit gemeint, da ist der Abfall des Nordens vom Süden, vom Südreich gemeint. Das, was aber auch nur eine Ableitung ist aus diesem Text hier. Man kann das an anderen Texten gut sehen. Darüber habe ich auch schon einige Videos gemacht. Man kann sehen, dass die Propheten für Israel in der Endzeit voraussetzen, dass es wieder ein Juda und ein Ephraim gibt, einen Norden und einen Süden. Und das setzt voraus, dass Israel zerbricht, dass der moderne Staat Israel zerbricht. Und mit dieser Kenntnis gehen wir hier zu diesen Texten hin. Ja. Und Paulus sagt, Entrückung, Wiederkunft Christi auf dem Ölberg und all die Dinge, das kann erst kommen, wenn der Abfall gewesen ist und wenn der Antichrist offenbart worden ist. Warum? Ja, weil der Antichrist nach Jerusalem raufzieht und die Stadt dort belagert. Und in der Belagerung kommen die dort verbleibenden Juden in Jerusalem zum Glauben an Jesus Christus. Das ist der Tag des Herrn.
Denn der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht, wenn sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, wird sie der Schmerz, die Wehen übereilen und sie werden nicht entfliehen. Das ist das, was Paulus in ganz kurzen Worten komprimiert an die Thessalonicher weitergibt, das ist der Tag des Herrn. Und der Paulus sagt im zweiten Thessalonischer Brief, dieser Tag des Herrn kann nicht kommen, bevor nicht der Antichrist kommt. Natürlich. Ja, warum? Weil der Antichrist ja erst überhaupt dazu führt, dass dieser Tag des Herrn dann kommen wird, weil der zieht rauf nach Jerusalem und belagert die Stadt. Und dann kommt die Stadt mit den wenigen Tausend, die dann noch in der Stadt sind, zum Glauben an Jesus Christus. Und bevor das nicht gewesen ist, gibt es auch keine Entrückung. Warum? Weil die in Jerusalem Wiedergeborenen ja auch zur Gemeinde Jesu gehören. Wenn die aber zur Gemeinde Jesu gehören, werden die auch mit entrückt. Wenn die mit entrückt werden, ist bis dahin noch keine Entrückung, weil es gibt keine zwei oder drei Entrückungen, es gibt nur eine. Ja, es gibt überhaupt keinen Hinweis auf eine zweite oder dritte Entrückung in der Bibel. Der Leib des Herrn ist nicht zerteilt, sondern eins. Und damit ergibt sich hier natürlich ein ganz anderes Bild als das, was hier immer wieder gezeichnet wird von. Ja? Und da sind sehr, sehr viele Themen, also damit ist es ja auch noch nicht genug. Jetzt gibt es ja diese Problematik, dass ein männlicher aufhält. Ja? Der aufhält, muss beiseite getan werden. Und da gibt es halt Pastoren, deren Namen ich nie nennen soll, also zum Beispiel Roger Libby, ja? Der sagt da einfach, ja, das ist der Butter oder das Fräulein. Das ist ja auch gegendert, sagt er. Das hat nichts mit dem Geschlecht zu tun, sondern das ist praktisch eine Geschlechtsänderung, die der Paulus da macht. Also da stehe ich kopfschüttelnd vor. Man kann dem Paulus auch nicht vorwerfen, dass der gegendert hätte. Man kann doch nicht sagen, der Paulus hat zwar gesagt, er hält auf, aber er meint eigentlich es, das Pneuma, den Geist Gottes. Ja? Das ist falsch. Das darf man nicht tun. Und das muss man hinterfragen. Ja? Die Bibel sagt ja auch, prüfet alles und das Gute behaltet. Da gibt es auch viel Gutes zu behalten. Aber das ist falsch. Das kann man dem Paulus nicht vorwerfen. Das macht man nur deswegen, weil man sonst keinen Ausweg findet. Kommt man mit der Butter und das Fräulein. Ja? Aber hier hält ein Männlicher auf. Und wenn wir Daniel lesen, Daniel 11, dann sehen wir, dass der Antichrist einen Vorläufer hat, der kurze Zeit bleibt. Und dann kommt der Antichrist. Und dieser Vorläufer, der kurze Zeit da ist, der muss beiseite getan werden. Und dann kommt der Antichrist, ja, den der Herr umbringen wird durch die Erscheinung seiner Zukunft. Das ist Vers 8. Ja. Und alsdann wird der Boshafte offenbar werden. Also wenn dieser, oder ich lese noch vielleicht ein bisschen weiter vorne ab Vers 6. Und was es noch aufhält, wisst ihr, dass er offenbar werde zu seiner Zeit, dass der Antichrist noch offenbar werde, da gibt es etwas, was aufhält. Denn es regt sich bereits das Geheimnis der Bosheit, nur dass der es jetzt aufhält, muss hinweggetan werden. Da hält einer auf und dann kommt der Antichrist. Und alsdann wird der Boshafte offenbart werden, welchen der Herr umbringen wird mit dem Geist seines Mundes und wird durch die Erscheinung seiner Zukunft ihm ein Ende machen. Ihm, dessen Zukunft geschieht nach der Wirkung des Satans mit allerlei lügenhaften Kräften und Zeichen und Wundern. Das, was Paulus hier schreibt, das hat er sich nicht ausgedacht, sondern das zitiert er aus Jesaja 11. Kann ich euch mal kurz vorlesen hier. Jesaja 11, Vers 4, also Jesaja 11 schreibt von dem Beginn des tausendjährigen Reichs. Ab Vers 1 steht, es wird eine Rute aufgehen von dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen, auf welchem wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist der Stärke, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und Wohlgeruch wird ihm sein, die Furcht des Herrn. Er wird nicht richten, nachdem seine Augen sehen, noch Urteil sprechen, nachdem seine Ohren hören. Das ist der Messias, ja, der kommt, Christus Jesus. Sondern wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande. Und wird mit dem Stabe seines Mundes die Erde schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Das ist das, was Paulus zitiert, das ist Jesaja 11, Vers 4. Paulus zitiert hier in 2. Thessalonicher 2, in Vers 8, Jesaja 11, Vers 4. Ja, und sagt, das ist die Zeit, wenn Jesus Christus wiederkommt, der wird den Antichristen töten. Und das hat Jesaja schon in Jesaja 11 gesagt. Ja. Und das ist das, was ich sage, wir müssen die Stellen richtig verbinden. Ja. Man darf das nicht irgendwie zusammenschustern und dann irgendwelche eigenen Auslegungen machen und sich dann wehren, wenn man eine andere Meinung hört darüber, ja, oder eine andere Sichtweise. Da muss man das prüfen. Da muss man erstmal sagen, das höre ich mir an, schaue mir an und prüfe das nach. Das muss man an der Bibel prüfen. Darf man nicht schimpfen.
Schimpfen hilft dem Thema nicht. Ja? Und streiten hilft dem Thema auch nicht. Über die Sache streiten, okay. Ja? Aber aneinander streiten, das. Paulus schreibt, dass wir solche Sachen nicht haben. Ja? Wir streiten nicht untereinander. Wer streiten wird, der soll wissen, dass wir solche Dinge nicht tun unter uns Christen. Ums Wort ringen, das schon, aber so Streitereien, wer will denn sowas? Ja? Wer so argumentiert, der gibt sich ja schon selber Unrecht. Ja? Selbst wenn er Recht hätte in der Sache, in der Bibel, hat er wahrscheinlich nicht verstanden, wie man verstehen soll. Ja? Das Erste, was Christen eigentlich lernen müssten, die sich so verhalten, wäre mal Taktgefühl und Anstand. Und nicht in prophetischen Dingen rumzuschwelgen. Ja? Die müssten eigentlich die Anfangsgründe des Glaubens mal lernen, wie man sich als Mensch verhält, Menschen gegenüber. Ja? Okay, also Paulus schreibt, dass dieses Geheimnis der Bosheit sich schon regt, aber dass ein männlicher aufhält. Das heißt, der Antichrist hat einen Vorläufer und der wird beiseite getan. Jetzt hier den Paulus zu sagen, ja, der sagt zwar er, aber der meint es, das Pneuma, ja, der Geist ist im Griechischen halt sächlich, ja, und der Paulus zu sagen, der hätte da gegendert, das ist nicht mal mehr theologische Notwehr, das ist Dickkopf und das tut der Sache nicht gut. Ja. Das heißt also, man kann diese Verse nur dann verstehen, wenn man sich mit dem Daniel auseinandersetzt und wenn man ergebnisoffen daran geht, ja, und nicht eine Theologie voraussetzt einer Vorentrückung und die hier reinquetscht, indem man Zephania dann zitiert statt 1. Thessalonicher, indem man von das Fräulein und der Butter spricht, ja, anstatt von dem Männlichen, der hier auffällt, weil man Daniel nicht kennt, indem man den Tag des Herrn anders deutet und sagt, das wäre eine siebenjährige Trübsalzeit, das wäre der Tag des Herrn, dass der Zorn Gottes während der Trübsalzeit ausgegossen wird, ist überhaupt nicht wahr, ja? Sondern die Trübsalzeit wird eine gottlose Zeit sein, die den Zorn des Herrn hervorruft, wenn Christus auf den Ölberg kommt und dem ein Ende macht. Ja, das ist das. Und diese Klitterung, die hier mit den Bibeltexten vorgenommen wird, das ist unverantwortlich. Das darf man nicht machen. Ja? Man kann da nicht einfach diese Sachen da in die Bibel reinlegen und das dann auch noch als Irrlehre bezeichnen, wenn das jemand anders sieht. Ja? Nochmal, Irrlehre ist, wenn jemand von Jesus Christus wegführt. Ja? Und nicht, wenn er eine andere Endzeitvorstellung hat. Vor allem nicht, wenn die Endzeitvorstellung, die da transportiert wird, auf so dürren Beinen steht. Ja, das sind ja schon dünne Beine, das sind dürre Beine, tönerne Füße. Ja, vielleicht nicht mal mehr Ton, es ist ja nur noch Plastik. Und alles, wenn man das näher anschaut, dann ist das alles so dürftig begründet und eigentlich zum Teil auch falsch. Ja? Es gibt ja auch noch andere Themen, zum Beispiel jetzt hier, 2. Thessalonicher 2, Vers 1, da wird immer gesagt, oder von einem Prediger gesagt, aber der Zukunft halben unseres Herrn Jesu Christi und unserer Versammlung zu ihm hin, lasst euch nicht durcheinander machen. Ja. Und jetzt wird gesagt, die Zukunft unseres Herrn Jesus Christus und unsere Versammlung ist dasselbe. Ja, unsere Versammlung zu ihm hin, das ist die Entrückung, wenn wir in Wolken entrückt werden und der Herr uns entgegenkommt und wir bei ihm sein werden alle Zeit. Und die Zukunft unseres Herrn Jesus Christi, das ist auch die Entrückung. Und der Grund dafür ist die Granville-Sharp-Regel. Ja? Granville-Sharp hat halt gesagt, wenn ein Substantiv ergänzt wird durch zwei andere Substantive, von denen das erste dann einen bestimmten Artikel hat und das zweite keinen bestimmten Artikel und kein Name ist, dann bestimmen die letzten beiden Substantive das erste Substantiv. Ja? Als Beispiel Peter Alexander, der große Sänger und Schauspieler. Dann beschreibt Sänger und Schauspieler den Peter Alexander. Ja. Jetzt darf aber Schauspieler kein Name sein, sonst würde das ja heißen Peter Alexander, der große Schauspieler und Klaus Hafenstein. Ja, dann ist der Klaus Hafenstein aber nicht der Peter Alexander. Es darf also kein Name sein. Das ist genau wie im Deutschen auch, nicht so sehr kompliziert. Ja. Wenn man dir sagt Peter Alexander, der große Schauspieler und Sänger, dann beschreibt Schauspieler und Sänger den Peter Alexander und dann sind beides Begriffe, die Eigenschaften von Peter Alexander sind. Heißt aber nicht, dass Schauspieler und Sänger dasselbe wären. Ja? Schauspieler ist was anderes als ein Sänger. Ein Schauspieler ist ein Schauspieler und ein Sänger ist ein Sänger. Beide Eigenschaften hat aber Peter Alexander auf sich vereint, oder in unserem Beispiel zumindest. Ja? Und jetzt geht man her, zumindest dieser Ausleger, und sagt, die Zukunft Christi und unsere Versammlung zu ihm hin, das ist dasselbe. Weil die Granville-Sharp-Regel das sagen würde. Also da muss ich sagen, da fehlt noch ein Substantiv.
das durch Zukunft des Herrn und Versammlung bestimmt werden könnte. Da fehlt der Peter Alexander, ja? Und man geht jetzt hierher und bemüht dieses Wortungetüm einer Grenville-Sharp-Regel und behauptet, dass die Zukunft unseres Herrn Jesu Christi und die Versammlung zu ihm dasselbe wären. So als ob man sagen würde, Sänger und Schauspieler ist dasselbe. Der Peter Alexander fehlt ja hier in dem Satz. Ja? Und das finde ich einfach so armselig, Entschuldigung, ja, dass man, wenn man das nachprüft, was da gepredigt wird, einfach in ein Loch fällt und sieht, das ist überhaupt nicht wahr. Worauf verlässt sich denn dann die Auslegung? Und worauf verlässt sich der Ausleger? Was will er denn eigentlich? Das heißt also, dieser 2. Thessalonicher 2 ist natürlich ein schweres Kapitel. Aber wenn das so schwer zu verstehen ist, dann darf man das nicht so stier behaupten und allen, die das anders sehen, jetzt die Irrlehrerschaft unterstellen. Ein Irrlehrer ist jemand, der verloren geht. Ja, der ins höllische Feuer geht, das ist ein Irrlehrer. Wer ein anderes Evangelium predigt, der ist Anathema. Aber ich kann doch jetzt nicht hier raus aus dieser dürftigen Auslegung, die man macht, die an allen Ecken und Enden mit Gender und mit Tag des Herrn als 7-Jahres-Frist und mit Grenville Sharp daherkommt und nichts passt zusammen, kann ich doch jetzt nicht ein Dogma draus machen und alle, die das anders sehen, jetzt verteufeln. Wo kommen wir denn da hin? Ja, das ist ja Sektierertum. Und das wissen die Pastoren auch. Ja, die wissen das. Die wissen das sehr gut. Die kennen die Texte nämlich gut. Die wollen aber nicht, weil die sich dann korrigieren müssten. Weil dann ja rauskommt, dass sie ein Problem haben mit den Texten, mit den Auslegungen. Ja? Und deswegen ist ihnen das ärgerlich, dass das jemand aufdeckt und dann schreiben sie das halt ab. Ja? Und sagen, das steht doch ganz klar und so weiter. Nein, das steht da nicht klar, sonst wären da nicht so große Differenzen auch zu beklagen. Ja? Und wie gesagt, man muss zurückhaltend an diese Texte rangehen, 1. Thessalonicher 5, 2. Thessalonicher 2. Und aus den Texten selber, aus den Texten selbst kann man selbst mit der besten Wortstudie den eigentlichen Sinn nicht ableiten. Das funktioniert nicht. Man muss das beiseite legen und sich an anderer Stelle informieren. Und was wissen über die Wiedergeburt Jerusalems und über die Abfolge der Seleukidenkönigin in Daniel 11 und mit dem Wissen und vielleicht auch mit dem Auseinanderbrechen Israels, ja, und mit dem Wissen kommt man dann in 1. Thessalonicher 5 und 2. Thessalonicher 2. Und dann passt das auch, dann funktioniert sowas auch, ja. Aber da fehlt mir einfach auch manchmal da die Bescheidenheit, mit den Texten umzugehen, ja, und die Seriosität auch. Und vor allem fehlt mir der menschliche Umgang miteinander. Aber das macht natürlich die Unsicherheit. Wenn man das jetzt jahrzehntelang gepredigt hat und plötzlich sieht, dass das alles falsch war, dann steht man ja eigentlich vor den Trümmern seiner Arbeit und dann hat man so einen theologischen Bankrott. Und das ist natürlich heftig, ja, das verstehe ich schon. Und das haben alle am Anfang vollkommen unterschätzt. Deswegen hat sich auch niemand gemeldet. Aber jetzt kommen die Ersten und auch seriöse Leute, die auch Bibeln übersetzen und interessieren sich für die Themen. Das finde ich spannend. Da kommt auch noch was. Ja? Das wird nicht darauf reduziert bleiben. Ja? Da wird noch was kommen. Was mir aber auch wichtig ist in dem Zusammenhang, ist, dass Paulus sagt, ich fasse es mal vielleicht kurz vorher zusammen. Der sagt, manche Menschen wissen von der Wiedergeburt Jerusalems und manche Menschen wissen nichts von der Wiedergeburt Jerusalems. Manche Menschen wissen davon, dass Israel zerbricht und manche wissen das halt noch nicht. Manche wissen, dass der Antichrist einen Vorläufer hat und manche wissen nicht, dass der Antichrist einen Vorläufer hat. Und manche wissen, dass die Grenville-Sharp-Regel da nicht angewendet werden darf und manche glauben, dass sie dort angewendet werden darf. Es gibt also Menschen, die in ihrer Endzeitvorstellung nicht das Licht haben wie andere. Und die werden trotzdem gerettet. Ja, denn die Kenntnis von der Wiedergeburt Jerusalems und all der anderen Dinge ist nicht heilsnotwendig. Ja, das müssen also wir, die wir diese Dinge wissen und verstehen und aus der Bibel ableiten können, auch wissen, ja, dass es Geschwister gibt, die diese Kenntnis nicht haben. Die sind trotzdem gerettet. Ja? Und das möchte ich euch kurz zeigen zum Schluss an diesem Text, weil das wichtig ist für uns, ja, dass wir uns dieser Dinge auch nicht auch überheben und sagen, ja, ich weiß was du nicht weißt. Ja? Wer glaubt, der wüsste etwas, der weiß noch nicht, wie er wissen soll, schreibt Paulus den Korinthern. Ja? Das Wissen bläst auf, die Liebe bessert. Ja, und das gilt auch für die Kenntnisse, die wir haben dürfen in Daniel und in der Offenbarung und über andere Dinge, über die Eschatologien. Ja. Jetzt guck mal hier, 1. Thessalonicher 5, ab Vers 4, da sagt er, ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag, nämlich der Tag der Wiedergeburt Jerusalems, wie ein Dieb ergreife. Wisset davon, wartet darauf. Also das Auseinanderbrechen Israels und das Isoliertwerden der Stadt Jerusalem
führt nachher dazu, dass die Stadt Jerusalem wiedergeboren wird. Und das sind erste Zeichen dafür, dass die 70. Jahrwoche beginnt. Und Paulus sagt, ihr liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch dieser Tag wie ein Dieb ergreife. Alle, die nichts von der Wiedergeburt Jerusalems wissen, die werden erstaunt sein, wenn das passiert. Sie werden sagen, was ist denn jetzt los? Die Stadt Jerusalem, die glauben jetzt an Jesus. Und die Juden, die vorher orthodoxe Juden waren, die predigen jetzt Jesus Christus. Das wird sie ergreifen wie ein Dieb. Ja? Das schreibt er ja auch schon weiter vorne. Ja? Denn ihr selbst wisst gewiss, dass der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. 1. Thessalonicher 5, Vers 2. Und Vers 4 sagt er, ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife. Denn ihr wisst ja von dem, was ich euch gepredigt habe, ja? Dass es ein Ruf sein wird, Friede, es hat keine Gefahr, und dass sie dann das Verderben schnell überfällt, wie der Schmerz eine schwangere Frau, und sie nicht entfliehen werden. Erinnert euch nicht daran, dass ich es euch gesagt habe, als ich noch bei euch war, ja, schreibt er ja. Das heißt, ihr seid gut informiert, ihr wisst, was kommt. Und deswegen seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife. Ihr seid allzumal Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis, sagt Paulus. Wir haben Licht durch Gottes Geist, wir kennen Gottes Wort. So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen. Entschuldigung, wie viele Pastoren und viele andere Christen, die ständig schimpfen über diese Themen, die schlafen. Die müssten das vergleichen, nicht an den Predigern, ja, sondern die müssten das an Gottes Wort vergleichen. Und die schlafen einen tiefen Schlaf. Und manche sind sogar schlagen im Schlaf noch um sich. Ja. Und Paulus sagt, lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Nicht in einer unnüchternen Hoffnung, dass die Entrückung jederzeit kommen könnte und morgen kommt sie und nächste Woche kommt sie. Während der Corona-Zeit war jemand, der hat gesagt, also vor dem 31.12.2022 kommt Jesus auf jeden Fall. Das ist ganz klar, ganz klare Sache. Dann kam, wie hat er gesagt, vor dem 31.12.2022, glaube ich, ja. Und dann kam der 31.12. und dann gab es keine Entrückung. Das ist unnüchtern. Und ich habe das auch immer so gelernt, dass die Entrückung jederzeit kommen könnte. Die könnte sogar heute noch kommen, die könnte spätestens morgen kommen. Und es gibt keine so eine schnelle Entrückung. Das dauert noch. Da kommen noch Dinge vorher. Ja, da kommt noch ein Antichrist, da kommt das Auseinanderbrechen Israels etc. Das kommt vorher noch. Und zu glauben, dass die Entrückung jederzeit und jeden Tag kommen könnte, ist Schwärmerei. Das ist unnüchtern. Ja, und Paulus warnt vor dieser Unnüchternheit und sagt, denkt dran, was ich euch gesagt habe, wie die Eschatologie abläuft, da kommen noch andere Dinge auf uns zu. Er schreibt dann, denn die da schlafen, die schlafen des Nachts und die trunken sind, sind des Nachts trunken. Wir sollen aber des Tages wachen, wann wir sollen wach sein im Wort Gottes. Aber diese Unnüchternheit und diese Schwärmerei einer frühen, jederzeitigen Entrückung, ja, die unterliegt ja auch einer Art Erwartungsinflation. Ja, diese Erwartung, in der Erwartung kann man ja nicht ständig leben. Und wenn man konsequent wäre, müsste man auch aufhören zu arbeiten und evangelisieren, was das Zeug hält. Ja, sollte man sowieso. Mir fehlt einfach da die Konsequenz aus dieser Theorie. Ja. Paulus sagt, wir aber sind des Tages, die wir des Tages sind, sollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung zur Seligkeit. Denn Gott hat uns nicht gesetzt zum Zorn, natürlich nicht. Warum denn nicht? Naja, weil die Gemeinde Jesu den Zorn Gottes ausübt, wenn Christus auf den Ölberg kommt. Wenn Christus auf den Ölberg herabkommt, dann ist das der Tag des Zornes Gottes. Und da kommt die Gemeinde ja mit. Also sind wir nicht zum Zorn bestimmt. Ja, warum nicht? Weil wir mit Christus auf den Ölberg herabkommen. Deswegen kann der Zorn, weil die Entrückung vorher gewesen ist. Ich sehe die Entrückung spät, ich sehe die am Ende der 70. Jahrwoche. Aber natürlich noch vor dem Kommen Christi auf den Ölberg, ja, sonst könnte die Gemeinde ja nicht mit ihm kommen. Ich sehe die einige Tage, anderthalb Monate ungefähr bevor dem Herabkommen Christi auf den Ölberg. Da, glaube ich, ist die Entrückung. Haben wir jetzt aber nicht die Zeit, drüber zu sprechen. Ja? Aber wir sind nicht zum Zorn gesetzt. Daraus macht man aber auch wieder so eine komische Auslegung, indem man sagt, ja, die 7 Jahre Trübsalzeit, das ist der Zorn Gottes. Und weil wir nicht zum Zorn gesetzt sind, deswegen kommt da nicht eine Trübsalzeit. Das ist ein Trugschluss sondergleichen. Ja? Und der wird immer wieder transportiert, aber der hat überhaupt keine Basis hier im Text. Ja? Denn Gott hat uns nicht gesetzt zum Zorn, sondern die Seligkeit zu besitzen durch unseren Herrn Jesus Christus. Natürlich, warum? Ja, weil wir Gemeinde Jesu sind, dürfen wir gerettet werden durch Jesus Christus. Ja, zeitlich und ewig, vor allem ewig. Der Christus, der für uns gestorben ist, auf das,
Und jetzt kommt der Satz, den ich euch zeigen wollte. Christus, der für uns gestorben ist, auf das wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben sollen. Aha, das heißt also, ob wir jetzt wachen oder schlafen, wir werden mit Christus leben, wenn wir an ihn glauben. Ob wir jetzt wachen und wissen von der Wiedergeburt Jerusalems, von dem Auseinanderbrechen Israels, von dem Kommen des Antichristen, von dem, der noch aufhält und der beiseite getan werden wird mit dem Ekmesos, ob wir jetzt die Nachtgesichte Zacharias kennen oder Daniel 11 und Daniel 9 und Daniel 2 und Standbild und all diese Dinge, das spielt keine Rolle. Das ist nicht heilsnotwendig, möchte ich lieber sagen. Natürlich spielt das eine Rolle, weil das auch schön ist zu sehen, was die Bibel da sagt und wie die Bibel da zusammenhängt, gar keine Frage. Ja? Aber Paulus sagt, wenn Christus für uns gestorben ist, dann werden wir durch ihn gerettet und wir werden zugleich mit ihm leben, und zwar ob wir wachen oder schlafen. Das heißt also, selbst Menschen, die von der Wiedergeburt Jerusalems nichts wissen, die werden gerettet, wenn Jesus Christus wiederkommt oder wenn sie sterben oder bei der Entrückung, wie auch immer. Ja, die sind gerettet durch ihren Glauben an Christus. Und das fand ich auch wichtig bei all dem, was wir jetzt so kurz in aller Kürze angeschaut haben, dass wir dieses Wissen haben dürfen, aber dass dieses Wissen uns nicht aufblasen soll. Ja? Dass wir auf diese Zeichen warten dürfen, aber dass wir nicht sagen, ihr wisst davon nichts und deswegen geht ihr verloren. Sonst machen wir nämlich dasselbe wie die, die sagen, ihr habt eine andere Meinung zu 2. Thessalonicher 2, deswegen seid ihr Irrlehrer. Und dann geht die Streiterei los. Ja? Dann streitet einer wieder den anderen. Und das soll nicht sein. Ja? Sondern wir sollen das in Geduld und in Liebe sagen, viele lehnen das ab, viele können sich auch nicht vorstellen, dass das so lange halt falsch gepredigt worden ist. Aber dass Dinge falsch gepredigt wurden, das wissen alle, die so ein bisschen älter sind aus dem Ersten und Zweiten Irakkrieg. Da wurde nämlich auch Daniel ständig bemüht und es ist alles schiefgegangen. Die ganzen Propheten, die da so in Anführungsstrichen aufgetreten sind mit Endzeitprophetien, die haben sich alle korrigieren müssen, sodass bis heute auf den Bibelschulen, die leitenden Brüder dort, die haben das alle als junge Männer noch miterlebt. Und die sind sehr, sehr zurückhaltend bei prophetischen Aussagen, weil sie gesehen und erlebt haben, wie sie sich darauf verlassen haben. Und dann ist alles nicht eingetreten. Ja. Und deswegen sind die alle sehr zurückhaltend. Und da sieht man schon, dass es tatsächlich Lehren gibt, die falsch sind, die einfach faktisch falsch sind und die unnüchtern sind. Ja? Und diese Nüchternheit, die wollen wir uns bewahren, indem wir an dem Wort Gottes bleiben und ergebnisoffen das uns anschauen. Ja? Und zwar sowohl 1. Thessalonicher 5 als auch 2. Thessalonicher 2, als auch die 70-Jahr-Wochen und den Daniel und die Offenbarung und all die Dinge. Ja? Und auch Gesetz und Gnade. Ja? Und ich wollte hiermit nur zeigen, also man kann den 2. Thessalonischer Brief auch so lesen, dass die Thessalonicher nicht geglaubt haben, sie wären schon in der Trübsalzeit durch einen falschen Brief, sondern dass die Thessalonicher geglaubt haben, die Entrückung könnte jederzeit kommen. Und das war die Unnüchternheit, vor der Paulus warnt und sagt, seid nüchtern und wacht, ja, und glaubt nicht, die Entrückung könnte jederzeit kommen und schwupp bin ich irgendwie weg. Und hört auf zu arbeiten und gebt euch dann im unordentlichen Lebenswandel hin. Das sagt Paulus nicht. Der Paulus sagt, seid nüchtern. Arbeitet, dass ihr mit euren Händen auch was schafft und denen abgeben könnt, die nichts haben. Und seid nüchtern, ja, und haltet fest an dem Wort Gottes, an der Lehre, die er gepredigt hat. Ja. Das, was Paulus den Thessalonicher schon hier mitteilt, und das heißt ja immer, dass die Thessalonicher eine junge Gemeinde gewesen sind, das mag schon sein. Die haben sich beim Paulus zum Herrn Jesus Christus bekehrt. Aber ich will überhaupt nicht ausschließen, dass das Menschen gewesen sind, die erstens mal hochintelligent waren und die Bibel auch im Alten Testament sehr, sehr gut kannten. Warum? Weil das, was Paulus denen gepredigt hat, war ja nicht aus dem Neuen Testament, sondern war alles aus dem Alten Testament. Warum? Weil das Neue Testament noch gar nicht geschrieben war. Das sind ja Briefe, die er erst an die Thessalonicher gerichtet hat. Ja? Das heißt, die waren vielleicht vorher Juden und waren zumindest oder Proselyten und waren in den Schriften vom Tanach sehr, sehr gut informiert.
Ja, der hat denen nicht erst erklären müssen, wer Antiochos Epiphanes war und wie die Abfolge der Könige waren. Das wussten die aus Daniel. Und Paulus hat die Punkte da verbinden können. Und dann haben die das am Wort Gottes geprüft. Und dann sind die zum Glauben gekommen und haben geglaubt, was Paulus gesagt hat. Und dann haben die eine Menge Widerstand bekommen. Ja, denen ist ganz übel mitgespielt worden. Ja, und wahrscheinlich haben auch einige das Leben verloren fürs Evangelium. Sodass Paulus sich gesorgt hat, ob die im Glauben festhalten. Und die haben festgehalten am Glauben. Ja. Das heißt, das waren intelligente Leute. Die waren in der Schrift gut unterwegs. Die kannten den Tanach sehr gut. Die waren bereit, dem Paulus als einem Wanderprediger zuzuhören. Die haben sich die Zeit genommen, das an der Bibel zu prüfen. Und dann haben die das geglaubt. Und die waren sogar bereit, für diesen Glauben Verfolgung zu leiden. Ja. Das ist etwas Großes. Diese Art von Christsein, die suche ich. Ich suche nicht die Schwätzer, ich suche auch nicht die Blender, ich suche auch nicht die, die krampfhaft an ihrer Theologie festhalten, weil sie sich sonst schämen müssten, dass sie was nachgeplappert haben, was sie überhaupt nicht verstanden haben aus dem Wort Gottes. Ich suche diese Leute, die im ganz schlichten Glauben am Wort Gottes, an Jesus Christus, festhalten und mit dem Herrn gehen. Und mit solchen Leuten kann man so komplizierte Texte auch mal besprechen. Das machen wir dann in aller Bescheidenheit. Und wir lehren über das, was die Schrift sagt. Und dann entsteht langsam da auch Licht. Und dass es manche gibt, die dem ständig da widerstreiten, das finde ich schon heftig. Ja? Vor allem von den professionellen Bibelauslegern. Weil die wissen, dass das, was ich sage, nicht an den Haaren herbeigezogen ist, sondern dass das stimmig ist. Die haben nur ein Problem damit, das zu korrigieren, was sie bisher gesagt oder geschrieben haben. Und das ist schon dramatisch. Ja? Ich schließe hier. Ich wollte das immer schon mal machen. Das war jetzt natürlich nur so ein grober, kurzer Überflug über diese Texte. Aber ich wollte nur gerne zeigen, dass das nicht so in Stein gemeißelt ist, wie die Auslegung da oftmals ist, sondern dass man das sogar noch besser greifen und fassen kann, wenn man unterstellt, dass die Thessalonicher geglaubt haben, die Entrückung könnte jederzeit kommen. Und diese Kniffe, die da angewendet werden, um 2. Thessalonicher 2 so hinzubiegen, wie man ihn will, das ist verboten am Wort Gottes, das darf man nicht tun. Das ist wirklich verboten und das grenzt für mich schon an Bibelkritik. Ja? Soweit mal in aller Kürze, euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald. Eins muss ich noch nachschieben, das ist mir eben noch gekommen, und zwar spricht Paulus hier von 3 Tagen. Das ist das, was ich ja immer sage, dass wir mit dem Tag der Wiedergeburt Jerusalems plötzlich über 3 Tage verfügen. 3 Stichtage für die Endzeit, was die Auslegung für uns extrem erleichtert. Ja? Also er schreibt in 2. Thessalonicher 2 in Vers 1, aber der Zukunft halben unseres Herrn Jesu Christi, das ist sein Kommen auf dem Ölberg. Warum? Weil das auch in Vers 8 steht, ihn, den er umbringen wird, durch die Erscheinung seiner Zukunft ihm ein Ende machen wird. Das ist die Zukunft Christi, wenn Christus kommt auf den Ölberg, das ist der 1. Tag. Der 2. Tag ist unsere Versammlung zu ihm hin, das ist die Entrückung. Und der 3. Tag ist der Tag des Herrn, den er hier in Vers 2 erwähnt, der Tag des Herrn, wenn seine Königsstadt Jerusalem zum Glauben an ihn kommt, ja. Wenn Jerusalem wiedergeboren wird. Warum? Weil das in 1. Thessalonicher 5 steht, der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht und die Wehen werden sie überfallen. Das heißt also, wir haben hier im 2. Thessalonicher Brief diese 3 Stichtage, die können wir hier sehen. Und das ist natürlich eine Sache, die deutlich über das hinausgeht, was normal ausgelegt wird zu diesen Texten. Und möglich ist dann Auslegung, weil man bisher die Ereignisse immer versucht, mit 2 Stichtagen zu erklären. Und jetzt sehen wir in diesem Text, dass man 3 Stichtage für die Endzeit hat. Das wirft natürlich erstmal alles über einen Haufen, da muss alles neu durchdacht werden. Das ist auch nicht schlimm. Das tut der Sache nämlich gut, weil man ja sieht, und ich das ja auch ausreichend und immer wieder neu auch argumentiert habe, wie mangelhaft die bisherige Auslegung und die bisherige Eschatologie ist. Und zwar nicht nur in evangelikalen Kreisen, sondern auch in landeskirchlichen Kreisen und wo ihr immer hingehen mögt. Ihr könnt es ja selber überprüfen und auch nachlesen. Ich wollte das nur nochmal nachschieben, weil diese Aussage über diese 3 Stichtage, das finde ich natürlich hochspannend und auch wichtig, das aus diesem Text hier auch ablesen zu können. Ja. Dankeschön fürs Einschalten, euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald.